Und damit herzlich willkommen zu Tomb Raider Underworld mit dem Beagle. Ich dachte mir, ich mache das jetzt mal so ein, zwei Parts als Start, um zu gucken, wie gut oder schlecht die Steuerung ist. Hat mir zu viel Brezel rausgenommen, die habe ich in der Zwischensequenz nicht geschafft, die war kürzer als ich dachte. Tomb Raider Underworld ist der Nachfolger von Tomb Raider Legend im Grunde. Während Tomb Raider Anniversary ja quasi das Prelude war, wenn man so möchte. Wie gesagt, ich weiß fast nichts über das Spiel. Oh Gott, nein. Nicht nochmal. Wie sieht's mit dem Sound aus? Oh Gott. Wer hat denn die Idee gehabt? Ah, Audio. Bitte einmal ein. Das muss ich einmal mit euch machen. Wir machen es erstmal so. Gerade kam mir das sehr leise vor, sogar für OBS-Verhältnisse. Ich meine nicht, dass es im gelben Bereich war, aber wir versuchen das mal. Hat er es jetzt genommen? Ja, hat er genommen. So, und dann neues Spiel starten. Da muss ich da oben hin. Okay, bevor wir ein neues Spiel starten, was kann ich euch dazu sagen? Das Spiel wurde von Crystal Dynamics entwickelt. Und von Eidos Interactive gepublished. Ich meine, wie auch die letzten zwei Teile. Oder war Square Enix nicht schon bei Anniversary mit drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Interessanterweise, da ist ja, da sie ja recht Xbox verbunden auf einmal waren. Sie waren schon so lange Xbox verbunden. Ne? Wurde von Nixxes Software die Windows- und PS3-Version entwickelt und von Buzz Monkey, die haben wir schon in Teil 1 als Logo gesehen, die PS2- und Wii-Version. Aber wie gesagt, die PS2-Version ist nicht zu empfehlen, denn die ist halt einfach nicht so gut. Da mussten sie vieles auslassen, was einfach standardmäßig nicht mehr geht. So, ich habe auch gar nicht so viel zu sagen. Wir sind lang genug dran. Ich würde sagen, wir starten ein Spiel. Wenn Sie ein neues Spiel starten, gehen sämtliche Worte seit dem letzten Gespräch. Ja. Sorry, Leute, aber nein. Wie passend. Tomb Raider Underworld. Was bisher bei Tomb Raider geschah. Eine Videosammlung von Schlüsselszenen aus vorausgegangenen Spielen befindet sich im Hauptmenü. Wählen Sie Extras und dann Videos und wählen Sie dann bisher. Ah. Das hätten wir vorher machen sollen. Naja. Vielleicht machen wir das noch. Okay, schon gesehen, dass wir einmal kurz mal doch nochmal in den Zaun rein müssen. Und weiter runtergehen müssen. Nur weil das Menü nett ist, heißt das nicht, dass der Rest nett ist. Oh Gott, Feuer ist heiß. Lara, Feuer ist heiß. Hm.
Irgendwas ist hier beim Springen angenehmer. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was. Nicht durch die Tür durch? Ah, doch. Hoppala. Hoppala! Daran erinnere ich mich aber sogar. Was? Ah, okay. Jetzt nach unten. Ja, aber... Oh Gott, nicht ins Feuer, Lara, nicht ins Feuer. Schieben. Ich weiß da gerade noch nicht, wohin ich es schieben möchte, aber wir schieben es mal. Das ist das erste Mal, dass etwas hier angenehm zu schieben... Oh Gott, aua. Aua, nicht ins Feuer, Lara. Bitte nicht ins Feuer. Das macht doch hoffentlich nichts, Lara. Nein, da springe ich nicht hin. Ach so, musste ich auch gar nicht. How friendly. Rüber. Kann ich vielleicht von hier aus cool so rüber? Ja. Okay, das ist sehr viel intuitiver. Lass los, Lara. Tu das nicht. Ich weiß. Warte! Eine Woche zuvor. So Leute, das war der letzte Brezel, versprochen. Hey Lara, was gefunden? Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet... Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber... nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die... die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Was? Wir sind schon so weit? Das zählt aber nicht. Ich bin aber jetzt noch nicht so weit. Verdammt, was soll ich machen? Natürlich, für euch alles stehen und liegen lassen. Und, ja. Moment, so geht das hier nicht mit alles stehen und liegen lassen. Ich war nämlich mit meinem Timer beschäftigt und, ja. Den habe ich immer noch nicht angestellt. Das heißt, ich werde den so 3 Minütchen runternehmen. Jetzt aber hier. Was haben wir denn hier? Ein Schiff. Lara ist immer noch beschäftigt mit Dingen. Na gut. Eine unsichtbare Wand. Ach ja, das war ja in diesem Spiel so, dass es hier unendlich viele unsichtbare Wände gibt. Und wenn Lara da nicht hochspringen darf, darf sie da nicht hochspringen. Okay. Alter, sie kann treten. Ups. Warte mal, was? Hat sie jetzt... Ja, hat sie. Mit R in die gewünschte Richtung. Okay, aber wie kann ich... Nein. R
ich ziele schon so. Okay, ja gut, das kann ja keiner ahnen. Wie gehe ich runter? So gehe ich runter. Drücken Sie zwischen den Pistolen und anderen Waffen. Ach ja, hier sind ja Haie. Aber ich habe hier ein Atemgerät. Das heißt, es ist nicht Vietnam-Flashback wie bei, Nee, lass mal. Drücke R2, um auf Feinde zu schießen. Aber wo? Aber die Fischli ist doch bestimmt da hinten. Oh, da unten. Mich jetzt getroffen, der Penunsen? Habe ich jetzt eine Granate? Ah! Nein, wo ist er denn? Da. Ich habe ihn getroffen. Kann ich auch irgendwo schneller schwimmen? Als Schrittgeschwindigkeit? Warum hat sie nicht sowieso so Flossen an? Das verstehe ich nicht. Alles ein bisschen schwammig hier unten. Ich glaube, das ist der Haupt. Habe ich eine Karte? Nein. Habe ich sowas wie eine Karte? So eine Karte. Ach du Scheiße. Hier Höhle. Oh. Uff. Aber in die Höhle möchte ich noch gar nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Sondern ich wollte mich hier mal am Rand so ein bisschen umgucken. Da kommt doch noch ein Hai angedüdelt, oder? Unter dem Meer, oh yeah! Unter dem Meer, oh yeah! Lachen und tanzen und weinen wir sehr! Ich weiß, dass der Text so nicht geht, Leute, ich weiß das. Ich wollte das Weinen nur irgendwie mit einbringen. Der Hai da, ne? Bist du? Das sind Fische. Na gut. Ich weiß nämlich, dass hier überall so Extras und Goodies vergraben sind. Wie sie es mehr dafür benutzt haben, ihre schlechten Texturen zu verstecken. Dabei sah das in der Zwischensequenz echt nice aus, muss ich sagen. Es ist ja auch ein PlayStation 3 Spiel. Wir bewegen uns also hier in einer ganz anderen Dimension als noch mit Anniversary und Legend. Muss man einfach genau so sagen. So und nicht anders. Wo schwimme ich eigentlich gerade hin? Zu einem Hai. Das war nicht mein Ziel, aber wenn der Hai will, darf er sterben. Sag ich doch, wenn er will, darf er sterben. Das leuchtet doch da unten. Ich sehe es genau. Nein, nach unten. Oder? Oder ist es mein Wunsch, dass es leugnet? Leuchtet. Ich glaube, es ist mein Wunsch, dass es leuchtet. Da ist die Höhle. Hier ist nichts sonst. Das ist ein bisschen traurig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass hier eigentlich noch Goodies sein müssten. Nun. Also Goodies im Sinne von diese Sammelobjekte halt, ne? Lara findet leuchtende Dingsbums hier. Wenn ich sie denn mal finden würde. Lebt ihr, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch noch erzählen soll. Vielleicht sollte ich noch mal so eine Runde Möwensingen machen. Möwensingen heißt, ich kann halt nicht singen, tu es aber trotzdem. Ihr seid hier beim Beagle, bitte, ja? Oh Gott, das Spiel will mir sagen, hier geht's nicht weiter. Na gut.
Aber es kann nicht sein, hier irgendwo müssen doch die Extras versteckt sein. Vielleicht sind die auch gar nicht so offen, also so. Nö. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht ist es ja auch gar nicht so versteckt und ich bin gerade viel zu genau beim Suchen. Ich habe das aber jetzt auch nicht mehr im Kopf, wo die alle so waren, wenn ich ehrlich bin. Müsste ich deren Leuchten nicht schon von weiter Entfernung sehen? Wir haben ja noch 20 Minuten. Also wenn ich jetzt 20 Minuten unter Wasser verbringe, dann ist das halt so. Ihr seid hier beim Beagle mit schlechter Orientierung, ne? Ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Hoffe ich zumindest. Ich habe gerade übrigens unter Anniversary einen Kommentar bekommen, dass jemand bei den Centauren einfach völlig ausgerastet ist, weil Steuerung und Co. Und ich dachte mir so, oh, ich bin vielleicht doch nicht die Einzige. Bist du lebend? Nein. Die Steuerung für so beschissen hält. Nein, es war nicht Cupcakers. Der habe ich heute Morgen erstmal geschrieben, dass Tomb Raider Anniversary gestern völlig gebrochen hat. Auf so vielen Ebenen. So wie ich Laras Knochen gebrochen habe, permanent und immer wieder, hat Lara mich auch gebrochen. Immer und immer wieder. Es ist so ein schickes Geben und Nehmen, ne? Ich bin noch nie und nimmer in der richtigen... Oh, Oktopussis. Nicht Oktopussis, Quallen. Oktopus und Quallen sind so close, ja. Alles unter Meer. Was könnte man meinen? Ich habe in Biologie nicht aufgepasst. Wobei Biologie schon echt eine ganze Weile bei mir her ist, Leute. Ich hatte halt seit wann hatte ich kein Bio mehr? Realschulzeit, Leute, Realschulzeit, weil ich bin auf eine Schule gegangen, wo ich ein spezifisches Abitur machen konnte, wie zum Beispiel Kaufmannsabitur zum Beispiel, nur für Gestaltungstechnik. Wir haben hier in NRW, in dem kleinen Städtchen, in dem ich lebe, eine Schule, die sich darauf spezialisiert hat, diese Arten von Abiturs zu machen. Es ist auch immer noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, als ich meinen Abiturabschluss gemacht habe, habe ich sehr oft gesagt bekommen, dass mein Abi nicht so viel wert ist, wie Leute, die Abi an Gymnasien oder sonst wo gemacht haben. Wo ich mir so dachte, ich habe ja nur sogar die beschisseneren Prüfungen gemacht als du, weil meine Prüfungen deutlich anspruchsvoller sind, denn ich muss mich ja immerhin beweisen, ob ich weiß, was ich tue, wenn ich als Gestaltungstechniker in die Welt entlassen werde. Ohne Ausbildung dahinter, wohl bemerkt. Also, ne, normalerweise sagt man dann ja so nach dem Abitur, packt man idealerweise noch eine Ausbildung hinten dran, damit man das, was man im Abitur gelernt hat, gestaltungstechnisch mäßig, das ausbaut. Und deswegen war unser Abitur immer deutlich anspruchsvoller. Ich weiß nicht, ob es in den kaufmännischen Bereichen genauso ist, aber unser Abitur war immer deutlich anspruchsvoller als das derjenigen, die die Standardfächer hatten. Meine Schwerpunktfächer waren halt Gestaltungstechnik, Webdesign, Kunst. Wobei Kunst hat man im Gymnasium auch, das ist nicht so, das ist okay. Wirtschaftsgeschichte, weil keine Ahnung, man wollte, glaube ich, Wirtschaft und Geschichte einfach zusammenknüllen. Wo war denn noch mein Schwerpunkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir hatten verpflichtend an dieser Schule ein Muss für Englisch. Was ich prinzipiell nicht verkehrt finde. Ich war einfach nur noch nie ein Sprachengenie. So richtig verstehen und nutzbar machend habe ich es erst nach dem Abitur gelernt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht verstehen einige sogar, was ich damit meine. Aber erst nach dem Abitur habe ich halt quasi begriffen, dass ich A, wenn ich an meinem Schulenglisch festhalte, sowieso nie einen Fortschritt mache. Und B, es viel sinniger ist, Filme, Bücher und Serien auf Englisch zu gucken und man ganz schnell merkt, dass viele Sachen sich wiederholen, man Redewendungen dadurch aus durch reinkriegt. Jetzt nicht gerade Fantasy-Eposse oder Historikfilme, wo sie so sprechen, wie sie damals gesprochen haben, aber sondern moderne Sachen eben. Das hat mir sehr geholfen.
Ich glaube, ich habe mich verschwommen. Kann das ist? Ja, nun, ja. Da vorne ist der große Haupteingang. Eventuell sollte ich... Ich schwimme mal zu dem hin. Ich bin beunruhigt, dass ich noch nichts gefunden habe von dem, was ich finden wollte. Das verstehe ich einfach nicht. Tomb Raider, warum? Ich bin doch hier auch schon zum 5. Mal hergeschwommen gefühlt. Oder? Oder? Oh Gott, meine Orientierung ist unter Wasser noch schlimmer als an der Oberfläche. Ich werde die schlechteste Meerjungfrau aller Zeiten. Da sind die toten Haie. Okay, ich habe eine Orientierung. Ich werde die schlechteste Meerjungfrau. Oh, tote Haie, super. Ja, ich glaube, das hat meine Aussage gerade bestätigt. Ob eine Meerjungfrau auch so ein bisschen coolen Prep-Talk mit Haien führen kann und den so fragen kann, na, wie haben Maturis gesnackt? Wie geht's euch so, meine liebsten Haie? Alles fein über euch? Nun, ne? Sag mal. Nee, warte mal. Relikt 1. Wieso habe ich die Schätze denn schon? Dann kann ich hier draußen natürlich lange suchen, Leute. Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich uns jetzt gerade einfach mal 10 Minuten Spielspaß erspart und Schwimmspaß erspart und wäre einfach direkt in die Höhle gegangen. Aber wo ist die denn jetzt? Wo ist die Höhle? Hallo? Höhle? Wo bist du? Warum habe ich denn einfach schon die Schätze? Hat er die mit übernommen oder wie? Er hat die anscheinend mit übernommen, Leute. Das konnte ich nicht ahnen. Er hat mich gefragt, ob ich ein neues... Ihr wart dabei, als er mich das gefragt hat. Oh no! Na gut, dann gehen wir jetzt in diese Riesenhöhle hier, die nicht hier ist. Oh. Nein. Wo? Riesenhöhle. Oh. 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 Ja, da nicht. Da ist noch ein lebender Hai. Bin ich denn in der richtigen Richtung unterwegs, wenn ich wieder zurück möchte? Wenigstens das. Ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Oh, oh Gott. Wie verschwendet man seine Granaten? Das hat mich jetzt nicht ernsthaft platt gemacht. Okay, jetzt bin ich wieder völlig aus der Richtung. Ich finde das noch, Leute. Ich finde das noch. Ansonsten schwimme ich halt wieder zum Boot zurück und von da aus einfach geradeaus runter, weil da bin ich ja direkt bei der Höhle rausgekommen. Gott, wie kann das sein, dass ich die Sachen einfach schon habe? Das ist eine Frechheit, Leute. So, ich bin wieder in der Zivilisation der Heiden angekommen. Und hier. Yay! Hup, hup! Ich habe die Höhle wieder gefunden. Ja gut, da hätte ich jetzt lange nach Schätzen suchen können, weil ich habe das hier damals schon sehr ausgiebig, Speicherpunkt. Da sagt sich das Spiel auch, oh, sie ist wieder da, wo war sie denn? Öffne, sieh das Hilfsmenü des PDAs. In der Mitte dieser Scheiben scheint irgendetwas zu fehlen. Ach so, ich kann mir einfach es auch sehr einfach machen. Das hier zum Beispiel? Sie kann das nicht loslassen. Na gut. Hier vorne fehlt aber doch auch, ne? Das muss dann irgendwo hier rumliegen. Hoffe ich, glaube ich. Ich versuche es jetzt erstmal so. Okay, muss ich jetzt einfach nicht viel machen, oder wie? Aber ich muss ja irgendwo noch einen dritten Dings herkriegen. Hi.
Eventuell bin ich dafür auch einfach die ganze Zeit hier rumgeschwommen. Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir denn hier vorne? Ansonsten schwimme ich wieder zurück und gucke mich nochmal in der Höhle um. Nein. Gott, ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf, wo was war, wenn ich ehrlich bin. Runter, Lara. Ist jetzt nicht so hell, ne? Ich frag mich halt, was ist denn das Begehren, das ich da... Eventuell so. Und dann das Ganze nochmal damit. Kann ich das hier rausnehmen? Nö. Kann ich nicht. Na, ihr? Wie ist so mit euch? Tut ihr mir weh, wenn ich... Au! Da hätte ich drauf kommen können, dass sie mir wehtun, wenn ich durch sie durchschwimme. Ich meine, es sind halt Haie, ne? Es sind halt Quallen, ne? Quallen tun weh. Ey, komm, es kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich quasi alles so weit und jetzt fehlt mir dieses Teil. Frech. Wo ist das? Also ich bin hier, ne? Da rein muss ich. Könnte hier vielleicht oberhalb? Ist ein bisschen lange her, wenn ich ehrlich bin. Als dass ich jetzt sagen kann, jo, ich weiß genau, wo das ist. Im Gegenteil. Es ist eher so, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das war, das dritte Teil. War das nicht in irgendeiner Höhle? Also eine Höhle, die neben den... Gibt es denn eine Höhle, die neben den... Ich bin wo? Ich bin hier. Es kann überall hier sein. Ist da unten? Man weiß es nicht. Ich gehe mal gucken, was das hier unten ist. Nichts Spannendes, okay. Boah, ich habe nur noch im Kopf, dass das in irgendeiner Höhle gewesen sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, welche. Hier war ich doch schon mal, oder? Oh no, ich glaube ja. Shit, damn it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es allzu weit davon entferne. Das wäre bescheuert. Ihr denkt euch bestimmt jetzt gerade wieder, oh Gott, Beagle, wirklich? Ja, wirklich. Wenn ich es wirklich nicht mehr weiß. Ich weiß es einfach nicht. In der Höhle war ja nichts. Also, da bin ich auch nicht an irgendwas vorbeigeschwommen.
Bin ich gerade ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Naja, wenn mir das Spiel zu kurz vorkommt, habe ich zumindest genug hiervon gemacht und dann ist gut. Nein, ohne Witz, wo soll denn dieses scheiß Rad sein? Das ist dann nur wieder die Höhle, ne? Ja, ganz offensichtlich. Mal war ich hier unten einfach sehr blind. Ich weiß es einfach nicht. Ihr Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag.